Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von RimWorld. Und ich scrolle mal hier ein bisschen zum Abschluss der letzten Folge über die Karte. Und was sehe ich da? Ein Fuchs. Ich finde, wir versuchen es mal zu zähmen. Ich hoffe, er greift uns nicht an. Kann natürlich passieren. Es ist sogar ein männlicher. Und Kali ist weiblich. Ein Wüstenfuchs und ein Rotfuchs, können die nicht schöne Kinder zeugen? Ich bin mir nicht sicher. So, alle schlafen außer Snipe, der ist noch wach. Und deswegen kann der auch mal ruhig handeln, finde ich. Mal gut, dass wir hier so einen schönen Durchgang haben mit den Schlagfallen gerade. Nicht, dass sich da noch einer verletzt von unseren Gästen. Das wollen wir natürlich gar nicht. Und Snipe begibt sich schon zum Handeln nach unten. Der hat noch ein bisschen geforscht. Da machen wir gerade die Hydrokulturen und gehen dann auf Komponentenherstellung. Ja? Dann können wir unsere eigenen Komponenten herstellen. Jetzt hoffe ich mal, dass die Bock auf Bier haben. Leider nicht. Aber Bögen. Wir können auch mal ein paar Waffen herstellen. Oder wir können auch unsere Splittergranaten verkaufen. Warum denn nicht? Ich meine, sehr viel Silber haben wir nicht mehr. Mit Granaten durch die Gegend schmeißen? Weiß ich nicht. Dann könnten wir uns nämlich ein bisschen Medizin noch kaufen. Das wäre ganz cool. Bauteile hätten sie auch noch zwei. Wäre auch ganz cool. Energiegewehr. Geil. Langbogen. Also die Granaten, die hauen wir weg. Granaten hauen wir weg. Dafür holen wir uns mal die Medizin und die Bauteile. Ja. Und ansonsten den Silberstreitkolben. Oh, guck mal. Den können wir auch noch verkaufen. Schäbigen Silberstreitkolben. Ich meine, nur weil er Silber ist, ist er ja jetzt nicht unbedingt besser. Wer braucht denn sowas? Hier aus Gold. Da kannst du mal richtig Kohle mitmachen. Komm, weg damit. Weg damit. Wir machen uns lieber einen schönen Granitknüppel oder sowas. Ja? Zum Kämpfen ist das, denke ich, genauso gut wie ein Silberding, oder? Gut, na, da haben wir doch ein bisschen Kohle wieder gemacht. Und haben uns Medizin gekauft, auch wenn das leider nicht reicht für noch ein Krankenbett. Aber immerhin. Und Bauteile. Nochmal. Zwei dazu. So soll es sein. Aber Bier wollen sie wieder nicht. Das ist natürlich traurig. Aber hey. Kein Ding. Kein Ding, Freunde. Oh, die prügeln sich hier, oder was? Was ist denn da los? Stumpi. Hat sich da mit Stumpi ein bisschen gekabbelt. Ja, ja. Aufgebrachte Horde hier, die Besucher. Söldnerschlitzer. Gut, Snipe schläft auch, das ist wunderbar. Irwin baut, so wie es sein soll. Tipptopp. Was? Biologisch ist 38 Jahre alt. Wirst du gegen die hinterherlaufenden Piraten kämpfen müssen? Ein Biosphere-Manager namens Tyler Hofer kontaktiert dich aus der Nähe, wird von Piraten der Fraktion berüchtigt Gruppe gejagt. Wir bieten mal Sicherheit. Und ich hoffe, das war gut. Eieiei, doch Landwirtschaft ist gut. Guck mal, er ist unerschütterlich, er ist ein Nachtmensch. Stimmungsbonus, wenn er nachts wach ist, und ein Stimmungsabzug, wenn er tagsüber wach ist. Das müssen wir dann gleich nochmal gucken. Zusammenbruchstelle minus. Zusammenbruchschwelle minus
9%. Er war mal ein Biosphärenmanager und ein Apocalypse Survivor. Das finde ich schon mal gut, ja. Und er kann gut Landwirtschaft. Das ist doch auch schon mal nett. Stufe 10, Experte. Sehr cool. Und er ist sehr interessiert. Das wird unser Landwirtschafter. Es werden natürlich gleich die Piraten noch hinterherkommen. Frage ist, wo sind sie? Da sind sie und das sind mal Leute mit Messern und Knüppeln. Ist nicht so problematisch, oder? So, der kommt gleich rein. Dann müssen wir natürlich hier wieder den Turm einschalten. Das wäre mir ganz wichtig. Wo will er denn hin? Achso, der holt. Das ist gut, das soll er nochmal machen. So, wir müssen natürlich den Überblick behalten hier. Und sollten vielleicht mit Layton. Nee, der soll nicht ernten. Wir müssten. Nee, nicht Auto reaktivieren, aber Falle reaktivieren. Das kann Layton mal schnell machen. Der ist da gerade halbwegs in der Nähe. Schaffen wir das noch? Glaube eher nicht, ne? Mist. Nee. Schaffen wir nicht mehr. Kampfmodus und einmal in Deckung gehen, bitte. Rotschan, mein Freund, du gehst mal auch in Deckung. Wie sieht's aus mit Lumi? Ist in Sicherheit. Ofa hat noch gar nichts. Der Botanist. Der rennt auch mal gleich weg. Sehr gut. Kanim ist auch in Sicherheit. Gavriel, die zähmt irgendwo. Genau, die will den Fuchs da hinten zähmen. Das soll sie mal machen. Snipe ist auch okay. Irwin, Layton haben wir im Kampfmodus. Und Misby geht mal auch in Kampfmodus. Und begibt sich mal. Hierhin. Oder hier in die Tür. Okay. Die Dinger sind an, hoffe ich. Ja. Ein bisschen Strom haben wir noch. Dann lassen wir mal laufen. Das Schöne ist, dass die anderen Leute auch gleich nochmal mitkämpfen. So habe ich mir das vorgestellt. Oh. Da ist schon einer tot. Okay. Wir können uns mal ein bisschen zurückziehen. Nicht, dass wir hier im Kreuzfeuer noch was abkriegen. Okay, jetzt schauen wir mal. Wie sieht's hier aus? Der ist tot. Der ist auch tot. Alle tot. Okay. Oh, die Sachen nehmen wir mal rein. Und dann können wir die... Was hat er denn an? Ein Energieschild. Das finde ich ja gut. Was hat er an? Mütze, auch noch ein Energieschild. Und schäbig. Gut. Kampfmodus beenden, bitte. Hat geklappt und wir haben jemanden dazu bekommen, oder? Hofer. Und Hofer, was macht der jetzt so arbeitsmäßig? Der soll mal im Prinzip Landwirtschaft auf 1 machen. Jagen soll er mal erstmal auf gar keinen Fall. Bauarbeiten soll er eigentlich auch nicht. Das soll echt nur Irwin machen, weil Irwin ist richtig stark im Bauarbeiten. Soll auch wirklich nur Irwin soll Sachen bauen, sonst geht er hier in die Hose. Mechaniker, ja, von mir aus, da hat er auch ein bisschen, da hat er zumindest ein bisschen Passion. Gefängnisaufsicht finde ich auch nicht so doll. Obwohl, da hat er auch Passion drin. Sachen, Schalter umschalten, das sollte wohl klappen. Sich ausruhen, sollte wohl auch klappen. Bettruhe einhalten, ne? Genau. Und Feuer löschen. Aber sonst soll der echt landwirtschaften und sonst nicht viel machen. Künstlern soll er nicht.
Porschen, boah, nicht unbedingt, ne? Bauen soll er auch nix. Ja, so machen wir das mal. Aufseher ist okay. Kann er machen. Könnten wir doch im Prinzip auch noch einen Landwirt, was mit der 7? Der hat 8. Der ist Bauarbeiter, Mechaniker. Ach so, Künstler. Ich meinte natürlich Landwirt. Layton. Layton ist Jäger, Bergarbeiter. Jo, Landwirt. 13, 12, 10. Das ist okay. 10, ja. Das ist schon okay. Das passt schon, Freunde. Sehr, sehr gut. Hier oben, die Sachen nehmen auch Form an. Unsere Schieferwand, genau. Sehr gut. Haben wir hier ein bisschen Platz. Wobei der Platz jetzt so viel auch nicht bringt. Naja. Und wir haben ja hier noch unsere Werkbank, wo wir auch durchaus mal was anfertigen könnten. Und zwar ein paar Bögen oder sowas, die ja auch zum Handeln nicht schlecht sind. Das ist eine Werkbank, ne? Schmiede. Oder gibt es einen extra Schmied? Jawohl, gibt es auch einen extra Schmied, 7 von 20. 11 von 20, das wäre wieder was für Snipe. Der natürlich forscht, aber der auch mal so einen schicken Bogen machen könnte. Und Schneidern tut er ja auch. Also Snipe macht eine ganze Menge dieser Arbeiten. Nun ja. Ich glaube, die Stimmung müsste wieder ein bisschen runter sein. Achso, wir wollen ihn natürlich auch begraben, ne? Wir brauchen tatsächlich noch ein paar neue Gräber. Nein, kein Schlafplatz. Wir wollen... Ist das diverses? Ja. Nö, das werden schnöde. Schnöde, einfache Gräber. So. Und dann können wir die nämlich begraben. Trockenfutter, genau. So, hier wird noch unser Batterieraum gebaut. Erin, wie geht's ihr so? Hat den Vorschlag abgelehnt. Na gut. Und Gavril trägt Hopfen, okay. Was ist mit unserem Fuchs? Schwirrt er immer noch hier unten rum? Wahrscheinlich, ne? Tatsächlich. Ja, der ist natürlich... Eieieiei. Ganz schön weit weg, ne? Egal, wir versuchen's. Wir versuchen's, Freunde. Was denn hier großes? Ein toten Grizzly. Gut, die Gräber werden ausgehoben. Und wir... Ah, Hydrokulturbecken. Gut, und jetzt wollten wir uns hier unsere Komponentenherstellung mal erforschen. Das machen wir auch. Und da muss ich gleich mal gucken, wo das ist. Produktion, Hydrokulturbecken. Hier. Aha. Und das haut man dann rein. Und wie viel versorgt das dann? In Hydrokulturbecken kann man schnell ein wenig Nahrung anbauen. Das Becken benötigt Strom. Bei ununterbrochener Stromversorgung werden die Pflanzen absterben. Bei unterbrochener. Okay, also nur in dem Becken selbst können wir dann Sachen anbauen.
schnell ein wenig Nahrung anbauen. Ja, gut, also funktioniert das dann doch nicht so ganz, dass wir das alles unter Hydrokulturen stellen. Ja, wir können natürlich trotzdem die künstlichen Sonnen bauen, die halt Strom verbrauchen, aber sonst eigentlich ganz cool sind. Allerdings auch gelegentlich, wenn es regnet, einen Schlag kriegen. Ein legendäres Grab. Krass, exzellent, sehr gut. Gucke mal. Macht Gabriel jetzt? Schaut den Wolken zu. Okay. Ja, wir haben ja unser Freizeitverhalten so ein bisschen da geändert bei der Arbeit. Hier. Aber wir wollten doch Hofer. Gucke mal. Nee, warte mal. Quatsch. Nein. Was? Aus. Hofer. Umi braucht auch mal ein bisschen Freizeit. Aber Hofer hat doch dieses umgekehrte Schlafverhalten. Ne? Das heißt, er wird von... Die brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Stunden Schlaf. Ja? Das heißt, er kann schlafen von... ...8 bis 16 Uhr oder was? Oder er schläft von 7 bis 20. Können wir auch machen. Machen wir mal 7 bis 20 schlafen. Und alles andere soll er dann so machen. Ja? Und vorm Schlafen noch mal eine Stunde Freizeit. Oder so. Wollte er doch gerne, ne? Es ist Tag. Das nervt ihn. Hat man noch irgendjemanden? Ja. Otschan. Den gucken wir uns auch gleich nochmal. Ist auch ein Nachtmensch. Dann machen wir es mit Otschan genauso. Macht ein Otschan so. Gar nicht, geil. Der kann auch nachts reparieren und tragen und reinigen und so. Und kochen sowieso auch. Gut, dann machen wir das auch. Machen wir jetzt hier mal kopieren. Ach. Zack. Und der kriegt aber... Also... Macht hier nochmal eine Stunde Freizeit. Und 7 bis 20 Uhr ist ganz schön lange, ne? Schlafen. Acht Stunden reichen. Komm hier nochmal weg, bisschen. So. Gut, probieren wir mal. Dann ist er zumindest nicht zu lange, sind sie dann unglücklich. Wenn sie nachts ein bisschen was machen können. Wunderbar. So, jetzt haben wir hier noch Energieschilde und so Zeug. Können wir da nochmal was handeln? Gucken nochmal. Ob die nochmal was wollen. Oh, die Handelskarawane zieht weiter. Guck mal hier. Wir haben jetzt hier nämlich noch ein schlechtes Plastahl-Taschenmesser und einen schlechten Plastahl-Knüppel. Der ist aber... den würde ich... Einfach, aber wirkungsvoll.
Den können wir natürlich auch ausrüsten. Stahlmesser. Ich meine, haben wollen wir von denen nichts mehr. Aber wir könnten wirklich nochmal... Schäbige Schutzweste. Die behalten wir mal lieber. Könnten den Knüppel hier noch raushauen. Ah, komm, warum nicht? Knüppel können wir uns selber auch basteln. Außerdem haben die ja auch einen gewissen Anteil daran gehabt, dass das hier so erfolgreich geklappt hat, wie es geklappt hat. Von daher, ist das gut. Passt schon. Snipe, was macht Snipe? Oh, der hat sich ein Energieschild geschnappt, siehst du? Sehr cool. Haben denn noch andere sich irgendwas geschnappt? Guck mal, er hat gar nichts. Hofer, der könnte sich entweder ein Messer schnappen, ein übles Messer oder ein Granitknüppel oder ein schäbiges Messer. Dann soll sich Hofer mal ein schäbiges Messer nehmen. Jetzt haben wir seinen Schlaf wieder gestört. Lumi hat, glaube ich, eine Schutzweste an. Das ist auch gut. Sniper das Energieschild. Ja. Wer es nur unbedingt braucht, weiß ich auch nicht. Aber wenn er es denn... Wenn er sich damit wohlfühlt, Freunde. Wenn er sich doch damit wohlfühlt. Ach so, guckt mal, was wir hier noch vergessen haben, Freunde. Wollten natürlich die Dinger hier mal neu installieren. Zack. Und dann gibt es hier nochmal fürs Vergnügen einen kleinen Schachtisch. Sehr gut. Ja. Mit unseren exzellenten Stoffsesseln. Sehr, sehr cool. Ach so, und was wir natürlich auch noch machen können, ist ein Vitalmonitor hier errichten. Danach da. Ah, der muss in der Nähe des Bettes stehen, glaube ich, oder? Muss neben einem medizinischen Bett platziert werden. Ja, das ist daneben, finde ich. Oder muss der so stehen? Na, doch. Tatsächlich. Ne, da sieht man diese Verbindungslinie hier ganz klein. Das ist direkt daneben, funktioniert überall. Dann hauen wir das hier und dann kann man das gut ablesen. Und der kostet nämlich nur 180 Stahl. Sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, tschüss. Dein Lumi.